Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft. Tatsächlich, man sieht ja schon, oh, es ist stockdunkel. Okay, das Inventar ist auf I gelegt. Ich werde gleich mal. Wir haben. Oh mein Gott! Hört ihr? Das glaube ich jetzt nicht. Wir haben Ingame-Sound, Leute. Hey. Oh, Wahnsinn. Oh mein Gott. Okay, gut, die Musik sollten wir vielleicht ausmachen. Dann. Warte mal, nochmal, aber Grafikeinstellung. Helligkeit gibt's noch nicht. Die Musik sollte bitte ganz aus. Danke. Oh mein Gott. Ey, ich freue mich grad. Oh mein Gott. Ich will nicht wissen, wie lange ich auf diesen Moment gewartet habe, dass ich die alten, vertrauten Ingame-Geräusche höre. Oh mein Gott, das passt. Diese Erinnerungen, oh mein Gott. Alter! Diese Geräusche! Ich höre endlich was! Oh, das ist so schön. Gut, dass man jetzt hier nichts sieht, weil es Nacht ist. Ist jetzt primär weniger schön. Okay, nachdem wir hier eigentlich ja quasi. Hier die Bäume eh so schön regelmäßig gepflanzt haben, kann man hier eigentlich auch so beleuchten, also rein logisch gesehen. Ja, also was ich vorhabe, weiß ich noch nicht. Wir sind jetzt angekommen in der Minecraft-Version Alpha 1.2.0, und das, obwohl die eigentlich zum Zeitpunkt Aufnahme noch nicht draußen wäre, aber das ist das, was ich am Anfang. Ach komm, die 2 Fackeln nehmen wir auch noch mit. Ja, gesagt habe. Ich möchte irgendwann auch zumindest einigermaßen aktuell auf dem Stand sein. Der Versionen. Und ich muss immerhin 5 Jahre rausholen. Alter, diese Sounds. Oh, es ist so schön. Ich könnte heulen. Oh, Wahnsinn. Oh, das ist so toll. Ah, ich feiere das gerade wirklich irrsinnig. Oh mein Gott, wie schön das ist. Auch wenn der Ingame Sound tatsächlich ein bisschen zu laut ist für meinen Geschmack. Ich glaube, das muss ich jetzt nochmal sagen. Ja, 50% reichen. So, ja. Wir haben jetzt quasi fast einen Monat ab der Zeit übersprungen. Einfach aus dem Grund, weil ich Zeit reinholen muss und für den damaligen Update-Rhythmus in der Alpha-Version sind 2 Monate eine unendlich lange Zeit. Deswegen hat sich das hier angeboten, um das erste Mal etwas Zeit rauszuholen. Bis wir dann irgendwann bei den neueren Versionen angekommen sind in 4 Jahren. Ja, ich plane das hier wirklich als eine Art Langzeitprojekt, einfach weil es sich anbietet und ich tatsächlich auch wirklich nochmal so spielen will, wie ich ganz am Anfang gespielt habe. Auch wenn sich mein Baukönnen etwas geändert hat und ich würde auch fast sagen, verbessert. Okay, also ich sehe, viele Fackeln haben wir jetzt nicht mehr. Ich denke, ich werde auch einige Bauwerke, die ich in meiner ganz alten Singleplayer-Map hatte, für nachbauen. Leider habe ich die Map relativ bald aufgegeben, weil ich die Motivation verloren hatte. So, Version 1.2 war das, glaube ich.
Weil ich mir dachte, ja, wofür denn? Alter, Wahnsinn. Schön, dass das jetzt auch Tag wird. Wir wollten, glaube ich, Holz farmen für oben, für die ersten Häuser. Kommt es ja eh super, dass hier gerade Schafe sind. Die auch ordentlich Wolle geben. Ah, es ist so schön. Aber hört auf mich rumzuschubsen, Schafe. Finde ich nicht so toll, wenn ihr das macht. Also entweder ist der Ingame dann einfach nur tierisch laut oder die Musik ist zu laut oder dein allgemeiner PC-Sound ist zu laut für mich. Aber ja gut, eigentlich ist es relativ egal, ne? Also. Wolle! Hallo. Ja, guten Tag. Oh, hier sind so viele Schafe. Das ist perfekt, weil ich sehr viel Wolle brauche. Ihr werdet auch noch sehen, warum. Und jetzt wird es auch Tag. Oh. Gut, leider sind die Wolken immer noch da. Das hat sich in dieser Welt nicht geändert, aber Alter, der Ingame-Sound. Ich freue mich, ich höre endlich was beim Spielen. Ah, schön, 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 schön. Oh, toll. Und es ruckelt natürlich wieder, wie immer. Schaffe, Wolle, ja. Ich habe mal wieder so richtig Motivation. Und mir ist aufgefallen, ich habe einfach eigentlich noch viel zu wenig gemacht. Hier ist dann auch, ich glaube, ist hier nicht das Spawn drinnen? Oh, das wirst du ja auch unbedingt. Ich weiß gar nicht, dürfen wir das Loch überhaupt zubauen? Oder spawnen wir dann in der Erde? Weil, wenn wir dann in der Erde spawnen, wäre das echt kontraproduktiv, glaube ich. Was heißt, glaube ich? Wir ersticken einfach, sobald wir auf Respawn klicken. Alle die ganzen Schafe hier. Oh, so viel Wolle, das ist perfekt. Darum wächst auch schon schön unser Zuckerrohr. Ja, hallo. Es gab ein paar Neuigkeiten. Das war eigentlich das. Also, ich kann jetzt einfach mal schwafeln, ja. Die 1.2.0 Alpha war das Halloween-Update. Ab hier gibt es Check-O-Lanterns, die ich vermutlich auch sehr häufig gebrauchen werde. Zumindest solange ich an Kürbisse komme. Weil Kürbisse zu farmen sich sehr schwierig gestaltet, wenn man ja keine Samen hat oder ähnliches. Für die Kürbisse. Alter, das. Oh, es ist Musik in meinen Ohren. Dieses Holzabbaugeräusch. Und es wachsen auch hier die Bäume. Alter, das ist so schön. Diese Erinnerung. Ich hoffe jetzt, ganz inständig, dass es nicht in dieser Version zum ersten Mal dazu kam, dass keine Blätter mehr despawnen. Hallo. Gut, das ist etwas grau, wenn wir das versuchen abzubauen. Okay, gut, ich glaube, die Blätter verschwinden in dieser Version wirklich nicht. Ach Mann, ist das blöd. Da haben wir extra Holz angepflanzt zum Farmen. Und was passiert? Die Blätter verschwinden nicht mehr. Ach Mann, das kommt jetzt. Also, so sehr ich mich über den Ingame-Sound freue, so doof finde ich das mit den Blättern. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Andererseits kann man natürlich auch das Ganze positiv sehen. Einfach aus dem Grund. Moment mal. Nee, ich glaube, die spawnen wirklich nicht. Ach, scheiße. Das finde ich jetzt aber echt ungünstig. Und das ist jetzt, also, ja gut, da müssen wir halt hier manuell nachhelfen. Oh Mann, aber wann kommt denn das wieder? Das habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Hätte man sich vorher in so einem Minecraft-Forum informieren müssen.
Ach Gott, ist das ärgerlich. Vor allem, weil da oben jetzt, weil ich da nicht mal hinkomme. Ach Gott, die schwebenden Laubflecken. Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn wir nachher einfach alles anzünden. Das hat mir gerade auch die Kuh bestätigt, dass sie. Oh nein, ein großer Baum. Also ich muss ja sagen, jetzt wo das mit dem Despawnen noch weniger hinhaut als vorher schon, sind große Bäume natürlich, ja, eine mittlere Katastrophe für mich jetzt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Eins. Zwei. Ich weiß jetzt auch nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ab welcher Version die Haltbarkeit verlängert wurde, weil man merkt ja doch relativ schnell, dass die Steinäxte heutzutage doch mehr als deutlich mehr aushalten als in dieser Version hier. Und ich nicht sagen kann, ab wann das sich ändert. Ich weiß nur, dass es sich irgendwann ändert. Wann weiß ich aber nicht. Hoppla. Ah je, Alter, das mit den Blättern ist ja jetzt echt ärgerlich. Ja. Ach, Herr Jemine. Ich glaube aber in der Beta funktioniert das auch nicht wirklich mit den Blättern. Ach Gott, damit dürfen wir jetzt aber lang rumschlagen. Und genau in dem Moment, wo wir Bäume farmen. Ach, das ist doch nicht zu glauben. Hei. Ja gut, jetzt erstmal die Wolle wegmachen. Wieso habe ich das überhaupt mit Wolle gemacht? Egal, hier können wir jetzt jedenfalls den guten alten Trick habe ich. Ja gut, mein Feuerzeug habe ich jetzt natürlich nicht dabei. Das würde natürlich gute Dienste leisten im. Oh je, ah ne, ach Gott, das da oben ist zum Glück nur Gummidinge ist halt. Ja gut. Ja, das die spawnen wirklich nicht, das Laub. Gut. Gut, dass wir das geklärt hätten. Aber das heißt, andererseits könnten wir natürlich auch hoffen. Dass das alles später zu einem riesig zusammenwächst und wir dann das ganze Laub per Hand abfarmen könnten. Ich würde fast sogar sagen, dass das eine ganz gute Sache wäre, dann alles auf einmal abzubauen und damit dann Setzlinge zu farmen. Andererseits, wenn wir jetzt schon die ganze Zeit wieder Bäume nachpflanzen, ob das dann so sinnvoll ist, weiß ich jetzt auch nicht. So. Also kommen wir jetzt wenigstens mal an Holz. Das ist schon mal eine ganz gute Angelegenheit. Und ich glaube jetzt auch fast, dass es nicht sonderlich sinnvoll ist, direkt gleich nachzupflanzen, weil, dann kommen wir mit den Blättern nie nach. Außerdem, wir haben eh nicht mehr sonderlich viele Setzlinge. Von dem her, glaube ich, ist das eh keine sonderlich gute Idee. Wenn wir direkt schon nachpflanzen. Noch dazu, dass wir, glaube ich, mit dem ganzen Urwald, den wir jetzt hier oben schon haben, das Ganze nur noch mehr provozieren, dass die Bäume größer werden. Das will ich ja eigentlich jetzt auch nicht erreichen. Und ich glaube, ich sollte meine Heizung allmählich wieder anmachen, weil es ist doch relativ kühl. Es ist gerade 7 Uhr morgens, genau so um den Dreh rum, ja. Frisch aufgestanden. Und in der Nacht natürlich die Heizung, weil das mache ich schnell. Stylischer Heizkörper im Hintergrund. So. Ist das nicht wunderbar? So. Oh mein Gott, das ganze Laub hier. Moment, da lag ein Setzling. Funktioniert das doch noch nur halt sehr, sehr
Sehr, 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 sehr langsam. Oh, das ist sogar ein großer.